Ist hier noch irgendwas Schönes zum Mitnehmen? Ah, hier. Deswegen haben wir das ja mitgenommen. Verlorenes Buch. Gut. Wo gehen wir jetzt hin? Schauen wir kurz auf die Tafel, was da so steht. Nee, so. Okay. Ich bin da nicht einmal alle begrüßt. Schade, ne? Ziemlich schade. Was machen wir jetzt? Wir verkaufen das ganze Zeug hier. Schlicht und einfach. So, da. Seegras. Okay, verkaufen. Verkaufen wir. Schauen, was da rauskommt. Und ganz viel Asche. Schauen, ob sich das mehr lohnt als der Anbau. Ah, die Angeleffektivität hat sich verbessert. Oh, 500? Hä? Die anderen Fische? Tag 4. Sind. Okay. Okay. Schön gießen. Aber er hat schon wieder nichts in der Gießkanne drin. Kannst du gar nicht vorstellen. Das ist schrecklich. Oh, oh, da gehst du mal sauer. Einfach aus dem Prinzip. Wird bossen. So. Das Tageswerk ist erledigt. Nun marschieren wir jetzt jeden Tag auf zur Mine und schauen, wenn wir endlich da reinkommen. Das sind keine Blaubeeren, das sind glaube ich Blumen auch in der Farbe. Bürgermeister. Oder? Hier ist verschlossen. Ja. Gut, wir haben zwei Saaten bekommen. Das heißt, das pflanzen wir gleich ein. Das wird irgendwas sein. Keiner weiß was.
so wie es aussieht, wird alles wieder in schnell wachsende Pflanzen investiert. Ja, meditiere meine Frau. Die meditiert da gerade. Ah. Wieso habt ihr jetzt nichts in den Mülleimer? Gibt's doch nicht. Schmeiß doch mal was weg. Kekse. Passiert nicht. Okay, geht auch. Lol. Gut. Dann bauen wir jetzt ein Feld an. Hier ist auch eine Blume. Interessant. Heißt, wir bauen hier jetzt auch ein Feld an. Gleich Effizienz aufbauen. Ja. Effizienz aufbauen ist gut gesagt, ne? Anstrengend.
könnte das vielleicht noch... Einmal noch. Ja. Geschafft. Das heißt, die Kekse speichern mir heute. Kekse sparen. Gut. Kann ich jetzt noch irgendwas machen? Angeln kann ich nicht. Kostet es Energie? Ja, das kostet Energie. Die bringen null Energie. Aber wir haben da vorher dann eine Pflanze gesehen. Aber ausreißen kostet doch keine Energie, oder? Schauen? Nee. Oh. Schon mal gut. Gut zu wissen. Gut. Hier runter. Ah, hier geht's nicht weiter. Wir haben keine Energie. Wir müssen bis morgen. Jetzt glaube ich, sind sie reif. Ja. Ah, jetzt frisst den noch. Schade. Bauer erntet. Es beginnt. Gut, das kostet schon mal keine Energie. Ja, ich drück nach unten und er schaut nach oben. Wieso? Wieso machst du das? Wieso hat er sich jetzt wieder umgedreht? Okay, es gibt keine halbe Geschwindigkeit. Okay. An unseren geschätzten Jojo-Marktkunden. Unser Termin haben den Land, der durch unsere Borperationen. Was? Borperationen? In der Nähe des Berges ausgelöst wurde, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unser Operation vollkommen legal sind. Gemäß Absatz Anschwortliche mit der örtlichen Umwelt ist unser höchstes Priorität. Ja, schön. Wir entschuldigen uns für jeglichen Unwissenheiten, die dieser Unfall
bereits hat ihr immer bemerken wir uns eure oder werdenden Unterstützung. Respekt vor ja, schön, gut. Interessiert mich eigentlich gar nicht, was der von dem Yo-Marktor meint. Will. Gut. Jetzt schau ich, wie viel bekomme ich? Wir haben 500 investiert. Wie viel ich da so rauskriege aus den 500. Oh. Oh ja. Oh, hallo. Mal was für ein Handfleck. Nö, sieht ja schön aus. Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan, oder? Was davon übrig ist, zumindest. War mal das Stolz und die Freude der Stadt immer gut besucht. Jetzt schau es dir einfach an, es ist ein Schade. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Ja. Der Yoke-Konzern dran mit langen dieses Stück Land an sich zu kaufen, damit sie ein Lagerhaus darauf können. Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit, wie dem auch sei. Wenn ich noch irgendeine Mitgliedschaft im ganz erholt, werde ich es einfach verkaufen. So, hier, lass uns eingehen. Was ist das? Und das muss hier gespielt haben. Hier sind es sogar noch größer aus, als ich gedacht habe. Was? Was ist los? Ist dir schlecht? Junge, da war was. Ist dir schlecht? Du hast etwas gesehen, ja. Es wird mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Ich mach mir Sorgen um dich, Lukas. Oh, krass. Hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche etwas Mittagessen. Ja. Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, einen Ort anderen zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Jo, Ratten. Hm?
Das war ein Apfel. Gut. Achso, ich muss drucken. Wieder genauer unter die Lupe nehmen. Ja. Später. Ja. Gut. Dann gehen wir mal in die Stadt, wo wir eigentlich hin wollten. Um unser geerntetes Zeug zu verkaufen. Investitionen waren sowas um die 500. Wir haben ein bisschen was davor gekriegt. Wenn es extrem drunter ist, dann ist es richtig. Hier nichts in den Mülltonnen drin. Ah, Energieriegel. Sehr gut. Jammer nicht rum. Ich lebe davon. Hi, Bro. Verdoppelt. Okay. Die verkaufe ich. Die. Hey Obi, wieder da im See einfach so hockt. Augen haben wir da? Ich habe gerade einen Blick in diese alte Minenschacht geworfen. Ist seit Jahrzehnten verschlossen. Trotzdem denke ich, dass es dort noch gute Erz gibt. Aber ein dunkler Ort, lange Zeit, ich fürchte, sie sind nicht das Einzige, das du dort unten finden wirst. Hier nimm das, du wirst es brauchen. Ja, danke fürs Schwert. Gut, schauen wir mal kurz runter. Okay. Ja,
gut, jetzt habe ich Kohle. Was kann ich noch wegwerfen? Das Essen, ja, okay. So, jetzt bin ich wieder fast voll mit Energie. Wo ist jetzt der Abstieg? Hier. Ein bisschen Erz. Nach Hause. Und das war's auch mit dem Stream und der Folge. Gut. Mit der Folge, ja. Einfach sehr lange aufgenommen. Nicht wundern, das wird einfach geschnitten und hochgeladen. Okay. Gut. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Wenn ihr das mit der Zunge andauert. Vielen Dank fürs Zusehen trotzdem.